Okay, Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1068 sind endlich raus und wir erfahren mehr über den wahren Traum von Vegapunk und das Aufeinandertreffen zwischen Rob Lucci und Ruffy wird nun endlich Realität. Dieses Kapitel wird der absolute Hammer und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Ich halte euch stets bezüglich Spoilern, neueste News etc. auf dem Laufenden. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit den ersten paar Spoilern. Los geht's! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 1068 Spoiler und wir haben die Anfangsspoiler zu Kapitel 1068 und ich kann euch versprechen, Leute, dieses Kapitel wird super, super interessant. Wir kriegen sehr, sehr spannende Infos, als auch ein legendäres Aufeinandertreffen, was natürlich sehr, sehr viel ändern könnte. Zuallererst gibt es aber erst einmal die positive Nachricht. Nächste Woche, Leute, ist keine Pause. Das bedeutet 1069 können wir dann nächste Woche dementsprechend erwarten. Wir gehen nun ins Kapitel rein. Kapitel 1068 mit dem Titel A Genius Dream. Also hier geht es um den Traum von Vegapunk, der hier natürlich in diesem Kapitel noch deutlich untermalt wird, denn es scheint so, dass Vegapunk auch den Traum von Nikola Tesla dementsprechend übernimmt. Hier ist natürlich die Rede von einer unendlichen freien Energie und es ist so, dass Vegapunk diesen Traum besitzt, dass er quasi für jeden auf der Welt unendlich bzw. unerschöpfbare Energie erschafft bzw. zur Verfügung stellt, aber diese Untersuchung bzw. das Forschen an solch einer Energiequelle hat ihn dann natürlich zu dieser mysteriösen und legendären antiken Energiequelle geführt, mit der zum Beispiel vor 200 Jahren der Roboter beim Angriff von Mary Joa gesteuert bzw. mit Energie versorgt wurde. Und diese mysteriöse Energiequelle, so habe ich auch immer wieder in meinen letzten Videos gesagt, Leute, diese wird noch ultra wichtig, weil das ein zu großer Punkt ist, als dass man den nur eben nebenbei so als Erfindung erwähnt. Diese endlose Energiequelle, die kann natürlich der Ursprung von fast allem gewesen sein, diese mysteriöse Energiequelle. Und genau jene Energiequelle, so erfahren wir in diesem Kapitel, ist der Grund, warum die Weltregierung sagt, Vegapunk muss sterben. Ja, beziehungsweise wir müssen Vegapunk auslöschen, weil Vegapunk höchstwahrscheinlich zu viel weiß. Ja, das ist ja so die gängige Praxis der Weltregierung. Wenn du anfängst, zu viel zu wissen, wirst du natürlich dementsprechend zum Abschuss freigegeben. Ich habe in den vergangenen Videos schon häufig über diese mysteriöse Energiequelle geredet. Man hat hier zum Beispiel auch mal das Wort unendliche Sonne gedroppt. Da muss man natürlich ganz genau aufpassen, inwieweit das Ganze so in etwa passieren könnte oder in so etwas sein könnte. Es ist natürlich eine Energiequelle, die aus diesem verlorenen Jahrhundert stammt, die damals genutzt wurde, die dann vermutlich unter Verschluss und Riegel der Weltregierung oder bei denen in die Hände gefallen ist, um vielleicht sogar dann dementsprechend ihre oder die eigene Macht zu sichern und zu demonstrieren. Vielleicht ist diese Energiequelle auch diese Waffe, die Imusama hier benutzt hat, oder vielleicht läuft diese Waffe mit jener Energiequelle. Wir wissen das Ganze natürlich noch nicht, aber wir können uns definitiv ausmalen, dass diese Energiequelle super, super wichtig und super, super interessant sein wird. Wir haben nun die CP0 hier auf Egghead Island und die sind oder scheinen zumindest trotzdem irgendwie draufgekommen zu sein. Deswegen haben wir hier Shaka, der natürlich jetzt hier vermutlich die Seraphim loslässt. Wir haben ja einmal einen S-Snake, wir haben einen S-Hawk und einen S-Shark, also Snake für Boa Hancock, Hawk dann für Mihawk und Shark für Jinbei. Das ist so das, was ich mir jetzt hier so denken kann, was eigentlich so am offensichtlichsten ist, weil das S dann auch für Seraphim stehen würde. Das heißt, Mihawk, Jinbei als auch Boa Hancock, Seraphim, die befinden sich dort auf Egghead Island und diese werden nun hier von Sentomaru kontrolliert. Was sehr interessant ist, Sentomaru war ja immer einer, der in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt wurde, weil er ja der Hauptbodyguard von Vegapunk ist und natürlich dadurch man immer wieder die Brücke zu Kizaru geschlossen hat, wo man sagen kann, hey, der könnte eventuell hier auftauchen. Sentomaru jedenfalls spielte nun auch eine sehr, sehr interessante Rolle. Jedenfalls haben wir jetzt hier diese drei Seraphims von Vegapunk, die nun hier vermutlich gegen die CP0 kämpfen werden. Und da ist natürlich die Frage, wie schneiden diese hier ab? Denn es scheint in der Tat so, dass diese dann auch in den Angriff übergehen und die CP0 angreifen. Wir haben hier allerdings noch keinerlei Infos, inwieweit irgendwie welcher Kampf da jetzt ausgeführt wurde. Die Spoiler sind ja noch relativ, ich sag mal, frisch und kurz, aber ich bin mal super gespannt, inwieweit die CP0 hier gegen diese Seraphim-Monster mithalten kann. Da bin ich super, super gespannt. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Situation. Wir haben allerdings Rob Lucci, der allerdings schon im Kampfmodus quasi ist und bei Atlas wirklich die Fingerpistole raushaut und Atlas dementsprechend sehr, sehr schwer verletzt. Am
am Ende des Kapitels sehen wir dann endlich das legendäre Aufeinandertreffen. Das Aufeinandertreffen zwischen Monkey D. Ruffy und Rob Lucci als auch der CP0. Und die sehen sich auch. Ja, also die stehen wirklich gegenüber und das wird eine super, super spannende Szenerie. Ich kann mir super gut vorstellen, dass alleine schon wegen Hattori, also der Taube auf der Schulter von Rob Lucci, dass Ruffy ihn erkennt. Es kann natürlich auch sein, dass er es durch das Haki schon spürt oder sonstiges oder durch die Stimme. Ich denke allerdings, die werden sich erkennen. Ja, und Ruffy wird dann natürlich dementsprechend Vegapunk verteidigen. Das wird eine Sache sein, die haben wir schon vor Wochen diskutiert, beziehungsweise sofern dieses Aufeinandertreffen stattfinden wird, wird das passieren. Und selbst wenn die beiden hier kämpfen, habe ich auch stets immer wieder gesagt und dazu stehe ich natürlich immer noch, Ruffy wird natürlich gegen die Truppe von Rob Lucci bestehen, ja, und das auch gar nicht ohne großartig auf Krampf irgendwie an seine Grenzen gehen zu müssen. Ruffy, dürfen wir nicht vergessen, ist ultra stark geworden. Ein Kaiser, hat ultra heftige Entwicklungen hinter sich gebracht, die natürlich in dieses Advanced Königshaki reingehen, Advanced Rüstungshaki, das Gear 5 und ich glaube, er wird vermutlich nicht mal im Ansatzweise irgendwie was davon benutzen müssen. Vielleicht das Advanced Königshaki, um Rob Lucci vielleicht sogar zu one-shotten, das traue ich Ruffy nämlich zu. Da ist natürlich die Frage, wie reagiert Rob Lucci auf diese Situation, wie reagiert er natürlich auf Monkey D. Ruffy, auf einen Kaiser, der ja nun jetzt einfach vor ihm zu stehen scheint, und da ist natürlich die große Frage, zieht er sich zurück oder geht er wirklich einfach in den suizidalen Kampf mit Ruffy? Also das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr idiotische Möglichkeit bzw. Art und Weise, sich hier beweisen zu wollen. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass Rob Lucci wirklich so dumm ist, so naiv ist und dann hier wirklich gegen Ruffy kämpfen wird. Zumal wir natürlich alle Strohhüte hier auf dieser Insel haben, aber der Auftrag heißt Vegapunk erledigen. Ja, da bin ich mal super gespannt, wie Rob Lucci das hier im Großen und Ganzen handhaben möchte. Es bleibt ihm eigentlich nichts anderes übrig, als sich erst einmal zurückzuziehen, das Ganze wirklich im Geheimen als Assassin irgendwie durchzuführen, zumindest so zu versuchen, weil dieses Head-On gegen Ruffy und Co., das wird halt einfach nicht funktionieren, Leute. Ich denke, da sind wir uns alle einer Meinung. Umso gespannter bin ich dann natürlich auch auf die Worte von Rob Lucci, die er dann vielleicht sogar verlieren wird, Ruffy gegenüber, weil er muss natürlich ganz nahtlos anerkennen, dass Ruffy es ultimativ weit geschafft hat. Ja, und ich denke, das ist so eine Sache, die wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, da freuen sich viele drauf, wenn diese darüber sprechen. Wenn ein Kampf stattfindet, würde mich super freuen, ja, aber hier soll gesagt sein, Ruffy wird das Ganze dann schon irgendwie schaukeln und ich denke, das wird dann auch Superior passieren. Ich bin aber auch gespannt, wie stark Rob Lucci auch kanonmäßig dann auch wirklich geworden ist. Ich denke schon, dass er sein Haki auf einem Top-Level hat, der auch vielleicht sogar das Advanced Rüstungshaki drauf hat, ja. Deswegen bin ich mal super gespannt. Oder könnt ihr eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu einem Showcase eröffnen. Aber wie bereits gesagt, das bleibt dann natürlich abzuwarten. Wir kriegen vermutlich dann auch in den nächsten Tagen viel, viel mehr Spoiler. Deswegen werde ich dazu höchstwahrscheinlich dann auch ein Video zu machen, Leute. Und nun seid ihr gefragt. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesen Spoilern in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Kapitel? Ich bin super gehypt auf dieses Kapitel. Ich freue mich natürlich gerade auch nach dieser Pause, Leute. Nächste Woche ist ja keine Pause, um das nochmal erwähnt zu haben. Und dann bin ich jetzt erstmal raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wäre super korrekt von euch. Ich wünsche euch dann natürlich allen noch was. Bleibt auf jeden Fall gesund, Leute. Das ist nämlich das Wichtigste. Haut rein. Ciao und tschüss.